Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist: So gelingt Ihnen der perfekte Wechsel von RFM5 zu RFM6. Das könnte man natürlich auch erweitern: Wechsel von RStab 8 zu RStab 9. Ja, ich zeige heute viele Features oder ja, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die zu beiden Programmen oder für beide Programme gelten. Sie sehen es ja schon in der Vorschau. Hier ist aber allerdings auch meine Fläche mit dabei an meinem Beispiel. Das gilt dann natürlich nur für RFM. Das soll heute der erste Teil einer zweiteiligen Webinarserie werden. In der nächsten Woche präsentieren Ihnen dann Andreas Niemeyer und der Florian Hiddemann den zweiten Teil. Ich werde das heutige Webinar moderieren und auch präsentieren. Vielleicht noch mal kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin bei Dubai Software verantwortlich für Marketing und PR, zum Beispiel technische Inhalte auf der Webseite, die deutschen und englischen Webinare, Newsletter und so weiter. Meine beiden Kollegen unterstützen mich heute. Wie beantworten Ihre Fragen? Das ist einmal der Andreas Niemeyer, der ist bei uns ja Head of Product Engineering, also Leiter des Entwicklungsteams. Der Florian Hiddemann ist Produktmanager, ist unter anderem verantwortlich für die Entwicklung von RFM6, das Optimierungs-Add-on und so weiter. Okay, dann sage ich Ihnen noch mal ganz kurz, wie Sie Fragen stellen können. Ich mache zunächst meine Kamera aus, dass Sie den ganzen Bildschirm sehen können. Also Sie müssten dann hier oben auf diesen Button klicken mit dem Fragezeichen, hier unten in das Feld Ihre Frage eingeben, auf Senden drücken und dann erhalten die beiden Ihre Frage und werden die dann beantworten. Sie können sich auch das Webinar ganz in Ruhe anschauen und uns dann eine E-Mail mit Bezug auf das Webinar schreiben an info@dubai.com. So, dann starten wir direkt in RFM. Ich habe mich extra mal aus dem Dubai-Konto ausgeloggt, um Ihnen diesen Anmeldebildschirm zu zeigen. Da haben wir nämlich den ersten Unterschied zwischen der alten Produktgeneration und der neuen. Wir haben auf ein modernes Online-Lizenzierungssystem umgestellt. Also es gibt keinen Dongle mehr, keine Netzwerklizenz. Das ist jetzt alles viel bequemer. Sie können eine Lizenz von einem Mitarbeiter zum nächsten übergeben, online, müssen jetzt nicht einen Dongle abstecken und an den anderen Rechner dranstecken. Sie brauchen keine Serverinfrastruktur für eine Netzwerklizenz. Das wird alles über das Global-Konto geregelt. Einfach einloggen hier, nur das erste Mal. Also Sie müssen sich jetzt nicht jeden Tag in das Programm einloggen. Aber das funktioniert so einfach. Ich logge mich mal auf dem anderen Bildschirm ein, dass Sie meine Anmeldedaten nicht sehen. Geht ganz fix. So, und schon bin ich eingeloggt. Hier oben rechts finden Sie den Lizenzmanager. Da sehen Sie dann, welche Add-ons für Sie aktiviert sind. Sie können sich die Lizenz hier oben rechts über den Kalender ausleihen bis zu 30 Tage. Dann haben Sie die Lizenz für sich blockiert, können die dann auch hier wieder zurückgeben, können dann auch offline arbeiten. Also wie gesagt, diese Verteilung dann ist viel einfacher. Das gilt für RFM, RStab, RBind und ja, eine entscheidende Änderung gegenüber RFM 6 wollte ich Ihnen gleich jetzt am Anfang zeigen. So, dann gehen wir oben links hier auf ein neues Modell, kommen dann in den Reiter oder in den Dialog Basisangaben. Ich stelle auch, wenn ich in den Dialogen bin, dann auch gleich wieder die Features vor, die hinzugekommen sind, auch wenn es nur kleine sind. Hier zum Beispiel 1D-System, aber 3D-Berücksichtigung von Lasten und Schnittgrößen. Auch hier für 2D ein kleines neues Feature. Dann oben Reiter Add-on. Das ist natürlich schon eine entscheidende Änderung. Früher hießen die ganzen, die jetzt Add-ons heißen, Zusatzmodule. Der Unterschied ist, jetzt sind die Add-ons direkt in die Hauptprogramme integriert. Sie können verschiedene Add-ons kombinieren.
Stellen Sie sich vor, Holzvermessung und Wölbkrafttorsion. Dann können Sie das ideelle Kippmoment des Holzbalken, also von Holzbalken mit Hilfe des Add-ons Wölbkrafttorsion ermitteln. Dann zum Beispiel Gebäudemodell. Da können Sie die Stockwerksmassen ermitteln für die dynamischen Analysen. Können auch eine 3D-Berechnung mit dem Gebäudemodell durchführen und dann zum Beispiel eine Stahlbetondecke oder eine Holzdecke separat als 2D, in 2D bemessen. Das ist zum Beispiel möglich. Was fallen mir noch für Beispiele ein? Ja, hier Analyse von Bauzuständen und Formfindungen, um zum Beispiel gestaffelte Formfindungsprozesse mittels des Add-ons Analyse von Bauzuständen zu berücksichtigen und so weiter. Wie gesagt, Sie können alles jederzeit kombinieren. Die Add-ons sind jederzeit aktivierbar und deaktivierbar. Also Sie kommen in diesen Dialog hier immer rein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel merken, Sie haben eine Holzkonstruktion und aber ein Träger, der sollte dann doch in Stahl ausgeführt werden, dann aktivieren Sie später auch noch Stahlbemessung und führen dann für den Träger die Bemessung durch. Okay, das soll es hier gewesen sein. Ich aktiviere Betonbemessung und Stahlbemessung. Unser kleines, einfaches Beispiel dafür soll das ausreichen. Wir möchten auch die Kombinationen automatisch durchführen. Ich zeige Ihnen auch die Lastassistenten. Auch die wollen wir verwenden. So, dann der nächste Reiter Normen. Ja, wie bisher unzählige Normen, internationale Normen sind integriert. Dann zum Eurocode die entsprechenden nationalen Anhänge. Ich aktiviere für alle immer jetzt den deutschen nationalen Anhang. Und dann soll es das auch für diesen Reiter hier schon gewesen sein. Nomen 2, ja, für verschiedene, zum Beispiel Stahlanschlüsse und so weiter. Dann hier wichtig in diesem Reiter die Stabrepräsentanten und Stabsatzrepräsentanten. Ja, bei solchen mit identischen Eigenschaften können Sie für die Modellorganisation, die Bemessung und die Dokumentation diese Repräsentanten verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein System mit vielen gleichartigen Objekten. Dann bemessen Sie nur den einen Stab oder Stabsatzrepräsentanten und legen dafür die Bemessungsparameter an und das geht dann alles viel bequemer. Müssen Sie nicht nutzen, aber das ist ein tolles neues Feature. Ich nutze das auch heute. Wir haben nur drei gleiche Stützen. Dann wird ein Stabrepräsentant generiert. Da lohnt sich das vielleicht noch nicht so, aber stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere gleichartige Objekte. Dann ist das wirklich gut zu nutzen. Hier legen Sie dann die Stabeigenschaften fest. Wir belassen hier die Voreinstellungen. Das noch wichtig, Modellparameter. Das ist ein neues Feature. Sie können den Bauort übernehmen. Das machen wir jetzt mal parallel. Sie kennen das sicherlich schon von unserer Webseite, diesem Geozone-Tool. Wir geben hier als Ort Leipzig ein. Da ist unsere Niederlassung, also eine unserer beiden Niederlassungen in Deutschland. Es gibt ja die Hauptniederlassung in Tiefenbach und die beiden Nebenniederlassungen in Leipzig und München. So, Leipzig ist ausgewählt. Charakteristische Schneelast wird dann gleich dargestellt. Die Windzone und die Windlasten, auch Erdbebenlasten. Erdbebenbemessung führen wir heute nicht durch. Aber es wird alles in das Programm übernommen. So, das dauert einen kleinen Moment, aber Sie sehen schon hier in der Vorschau, die Adresse wurde übernommen, der Breitengrad und wichtig die Höhenlage und die ganzen entsprechenden Lastparameter. Okay, dann verlassen wir den Dialog. Ja, Modellnamen, den müssen wir natürlich eingeben. Wir nennen das Ganze Anbau. Okay. So, man kommt immer wieder rein, wie ich schon gesagt habe, hier oben links durch den Button Modellbasisangaben bearbeiten.
Also hier, wenn Sie hier etwas ändern möchten, zum Beispiel noch ein Add-on aktivieren, das ist jederzeit möglich. So, dann gehen wir in ein weiteres, ja, eine weitere Änderung oder so eine große Änderung ist es gar nicht. Das heißt jetzt Blue Center hier oben. Früher hieß das ganze Projektmanager, also zur ganzen Datenorganisation. Ja, man hat hier die entsprechenden Ordner. Ist ähnlich, aber halt alles moderner und bequemer. Webinar, das ist jetzt mein Ordner. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier eine neue Datei anlegen, neues RFM oder RStab-Modell oder neues Unterprojekt und so weiter. In diesem Global Center können Sie direkt auch ins Extranet kommen und hier zum Beispiel die Extranet-Nachrichten lesen, Ihre Firmendaten, Lizenzen, die Produkte zum Herunterladen, können gewünschte Features eingeben, sehen, wie viele Geozonen, Tool-Klicks Sie noch haben und so weiter. So, dann gehen wir hier mal weiter. Modellvorlagen kann man sich anlegen. Die Blöcke sind hier gleich organisiert. Ja, eine Riesenauswahl an Blöcken, die oft auch parametrisiert sind und die Sie gerne verwenden können. Anschlussvorlagen sind auch hier organisiert für das Add-on Stahlanschlüsse. Also wenn man dann entsprechend die Filter hier setzt, dann kann man bestimmte Stahlanschlüsse auswählen. Gut, wir verlassen das Global Center wieder, gehen wieder in unser Modell. Sie sehen, die Oberfläche des Programms ist ähnlich geblieben. Sie haben oben die entsprechenden Menüs. Viele Funktionen sind gleich. Dann gibt es hier den Navigator Daten links, den Navigator Anzeige und Ansichten, unten die Tabelle oder die Tabellen. Also da müssen Sie sich nicht groß umgewöhnen. Und ja, von der Arbeitsweise her möchte ich Ihnen das ja jetzt alles so ein bisschen zeigen an so einem einfachen Beispiel. Da werden Sie erkennen Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Aber Sie sehen schon, die Programmoberfläche, die ist viel moderner und hat ein angenehmes Design. So, dann fangen wir an. Wir wechseln hier oben in die Arbeitsebene XZ, schauen in die Richtung minus Y und setzen die erste Stütze. Oben links hier finden Sie die Funktion neuer Einzelstab. Ja, verschiedene Stabtypen sind ja, möglich. Wir nehmen den Balkenstab und definieren einen Querschnitt. Jetzt wird hier schon ein Stab oder Querschnitt vorgeschlagen. Wahrscheinlich auch ja, hier unten ein Material. So einfach wollen wir uns gar nicht machen. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz raus und gehe nochmal in den Navigator Daten. Kann man nämlich hier bei Basisobjekten einfach rechts draufklicken. Sie sehen jetzt hier die Materialien, Querschnitte, Dicken. Das sind so auch für meinen Proben noch Querschnitte drin. Basisobjekte, rechte Maustaste klicken und dann alle Basisobjekte löschen. So, und dann fangen wir jetzt wirklich mit einem jungfräulichen Modell an. So, nochmal in den Querschnitt. Sie sehen, jetzt wird hier keiner vorgeschlagen. Ich gehe in die Datenbank. Ja, die Querschnittsdatenbank weiterhin sehr umfangreich. Sämtliche Querschnitte, auch genormte, sind vorhanden. Wir wählen jetzt hier, ja, die Europäische Union, ArcelorMittal und ein HEA 160. Und als Material definiere ich ein Stahl. Gehe hier nochmal von 9 auf Europäische Union. Stahl, Kohlenstoffstahl. Ja, hier sind unzählige Stahlsorten vorhanden. Wenn Sie sich einmal Ihren, ja, Favoritenstahl ausgewählt haben, wird er ja auch wieder vorgeschlagen. Sie können auch Favoriten erstellen oder hier direkt danach suchen. Stahl S, ja, und
Dann ist das Ganze, wird dann da auch hingesprungen. So, ich wähle den S235JR. Hätte man auch gleich eingeben können unten. S235 JR. Kann alles auch gleich schreiben, klein schreiben, dann ist er hier vorhanden. Okay. So, dann sind wir hier mit OK schon überall durch und setzen hier die Stütze 3 Meter lang. Setzen auch unten gleich ein Auflager, hier oben links, Knotenlager zuweisen. Gehen hier mal in die Eigenschaften, was vorgeschlagen wird. Ja, unverschieblich in alle 3 Richtungen und auch um die Z-Achse. Also wir wählen so eine typische Gabellagerung. Okay. Jetzt kopieren wir die Stütze zweimal. Und ich selektiere die dazu und drücke die Steuerungstaste. Und Sie sehen hier so ein Plus, ja. Das heißt, ich möchte die Stütze kopieren. Wenn ich die Umschalttaste drücke, dann verschiebe ich die Stütze bloß. So, also Steuerung. Oh, nochmal. Steuerung. Und verschieben um 5 Meter. Das gleiche nochmal. So, fertig. Das sind die 3 Stützen. Dann jetzt noch den Riegel. Ich zoome mal ein bisschen rein. Wieder oben links hier, neuer Einzelstab. Balkenstab wieder, aber ein anderer Querschnitt. Gehe ich ein bisschen schneller durch. Diesmal ein HEB 200. Okay. Sie sehen ähnliche Vorgehensweise. In R55. So. Aber was hier jetzt der entscheidende Vorteil ist, das sind diese Repräsentanten. Die sehen hier, die Stützen haben alle so einen grünen Punkt. Stabrepräsentant 1. Die beiden Riegel sind auch gleichartig. Das sind dann die Stabrepräsentanten 2. Und ich muss dann nachher nur die Bemessungseigenschaften zum Beispiel für einen Repräsentanten hier festlegen und dann wird es für alle anderen Stützen dieses Repräsentanten übernommen. Aber dazu kommen wir später. So, jetzt möchten wir hier oben eine Decke drauflegen. Die soll dann einmal auf dem Riegel aufliegen und einmal auf der bestehenden Wand. Wir wollen so einen Anbau, ein bestehendes Gebäude modellieren. Da könnte ich jetzt hier in der Ebene also der Achse des Riegels, die Decke modellieren und zum Beispiel über eine Exzentrizität hochschieben. Dann Linienfreigaben oder Liniengelenke anordnen. Das ist weiterhin möglich. Ich möchte Ihnen aber eine andere Variante zeigen, die ich auch, also zumindest für dieses Beispiel auf jeden Fall hier besser findet. Und das ist eine starre Kopplung. Also ich lege die Decke jetzt wirklich hier in diese Achse oben versetzt drauf. Unser Riegel ist 200 hoch. Die Decke ist auch 200. Da brauchen wir nicht so viel zu rechnen. Also verschiebe ich den Punkt jetzt hier um 200, um die neue Achse festzulegen. So, minus 0,2. Okay. Als Arbeitsebene wähle ich hier oben XY und definiere einen neuen Ursprungspunkt. Das ist dieser Punkt. Hier in diese Ebene möchte ich jetzt meine Decke setzen oder legen. Wähle jetzt die Ansicht in Z-Richtung. Und modelliere die Decke. Oben links hier sehen Sie neue Rechteckfläche. Da muss ich eine neue Dicke erzeugen. So, die Dicke soll 200 mm sein, wie schon gesagt. Allerdings nicht aus Stahl, sondern aus Beton. So, da will ich hier Beton. C2530. Okay. So, und jetzt sehen Sie, die liegt hier in der Luft. Optisch liegt sie natürlich oben direkt drauf. Das schauen wir uns mal an. Aber das ist ja wirklich nur optisch. Im Navigator Anzeige, dann hier Rendering, Modell, gefüllt einschließlich Dicke.
aber wir betrachten ja die Achsen. Also wir müssen das Ganze jetzt noch verbinden. Und wie schon gesagt, mit einer starren Kopplung. Spezielle Objekte. Also Sie sehen hier zum Beispiel auch die Linienfreigaben, wie erwähnt, das ist alles noch vorhanden. Aber ich wähle hier diese starre Kopplung. Also entweder hierüber oder über Einfügen, spezielle Objekte, starre Kopplung. So, Linie zu Linie. Ich wähle die Randlinie der Decke, die Mittellinie des Trägers. Wir möchten das Ganze natürlich nicht starr koppeln, sondern über ein Gelenk. So, kann ich jetzt hier zum Beispiel neues Liniengelenk anlegen. Ja, rotatorisch, also das Ganze soll sich verdrehen können, frei. Und in der Längsachse soll das Ganze verschieblich sein. Wir wollen ja keinen Verbundträger hier kreieren. Wir können vielleicht eine ganz kleine Feder, damit wir vielleicht keine Rechenprobleme bekommen, definieren. Okay, so. Dann ist das Ganze definiert. Bei der Sternkopplung wähle ich diesen Ansatz hier über den Navigator Daten. Einfach rechte Maustaste klicken. Neue starre Kopplung. Auch hier wieder selber Workflow. So, die beiden Linien. Hat das jetzt genommen? Ja. Ich dachte, ich habe sie nicht richtig erwischt. Doch, ja. Und das gleiche Liniengelenk. Gut. Das war's. Also praktisch das. Die Decke liegt jetzt hier gelenkig auf dem Stahlträger auf, in dem Bereich. Dann definieren wir hinten hier an dieser bestehenden Hauswand ein Linienlager. Gelenkig wird schon vorgeschlagen. Ja, ähnlicher Workflow wie in R55. Okay. So, dann sollte das Ganze jetzt eigentlich schon rechnen. Lass uns mal Ergebnis anzeigen. Ja, die liegt hier gelenkig drauf, das sieht man. Wir können ja mal die Momente uns anschauen in der Decke. Ja, dann sieht man hier die positiven Momente in der Mitte und am Rand. Geht das gegen Null? Also es ist gelenkig gelagert. Gut. Dann soll unser Anbau, der soll wir so eine Glasfassade bekommen. Die möchten wir aber nicht als Glasfläche irgendwie modellieren und auch dessen Steifigkeit oder deren Steifigkeit berücksichtigen. Und da gibt es ein tolles neues Feature in R56, das ist die Lastübertragungsfläche. Ich gehe mal, oder beziehungsweise die kann man hier oben dann sehen, neue Rechteckfläche, möchten Sie vielleicht gleich mal definieren. Ich will hier oben als Steifigkeitstyp Lastübertragung. Also diese Lastübertragungsfläche hat keine statische Wirkung und wie in unserem Beispiel jetzt hier möchten wir die Lasten auf die Fläche berücksichtigen, aber keine Steifigkeit. Ja. Und das können Sie verwenden für zum Beispiel Fassadenkonstruktionen, Glasflächen, Dachtrapezprofile und so weiter. So, die definieren wir jetzt. Hier einmal vorn dran. Okay, die Ergebnisse werden wieder gelöscht, das ist klar. So, hier an die Seite. Und hier dran. So, dann können wir jetzt auch noch einen Lastabtrag definieren. Also jetzt würde so ein zweiachsiger Lastabtrag hier passieren, also wenn wir hier eine Windlast draufsetzen. Wir möchten aber hier bloß in der Y-Richtung jeweils den Lastabtrag festlegen, also nur von oben nach unten. So würde ja jetzt wahrscheinlich hier irgendwie eine Glasfassade da modelliert werden mit irgendwelchen Ständern. Also zumindest nehmen wir das an für unser Modell.
So, einfach Doppelklick. Wir sind dann hier wieder in den Flächen. Sagen dann hier Parameter für die Lastabtragung nicht in X- und Y-Richtung, sondern so ein Y-Flächenstreifen. Okay. Dann ist das Modell schon fast fertig. Wir müssen aber diese Lastübertragungsfläche unten noch lagern. Auch wieder über ein Linienlager, gelenkig. Wenn ich in manchen Punkten zu schnell bin, ja, Sie haben dann die Aufzeichnung, Sie bekommen ja eine E-Mail in den nächsten Tagen mit Ihrem Teilnahmezertifikat. Das fertige Modell können Sie sich dann auch runterladen und können dann mit der Aufzeichnung zusammen das Ganze vielleicht nochmal in Ruhe durchgehen oder sich auch nur anschauen. Gut, dann kommen wir zu den Lasten. Der Lastfahreigengewicht wurde schon angelegt. Wir setzen oben noch eine Flächenlast an. Auch hier ähnliche Funktionsweise wie in R55, neue Flächenlast, viele Lastarten, Lastverteilungen und so weiter. Also sind da völlig flexibel. Ich setze als Lastgröße 0,5 kN pro Quadratmeter an für den Dachaufbau. Meine Fläche ist ja hier gerade. Ich gehe mal davon aus, hier ist dann vielleicht irgendwie eine Gefälledämmung und eine Dachabdichtung. Ich berücksichtige jetzt nicht, dass die Gefälledämmung hier vielleicht ein bisschen dicker ist und hier ein bisschen dünner. Ich setze da komplett diese 50 Kilo für die gesamte Dacheindeckung hier an. Dann Schneelast. Da können wir jetzt zunächst einen neuen Lastfall anlegen. Wir können es aber auch andersrum machen. Wir können gleich in den Lastassistenten reingehen, oben über Einfügen. Haben Sie dann hier die Lastassistenten. Die waren in R55 unter Extras. Hier haben Sie die Stablasten aus Flächen oder den Stablast aus Flächenlastassistenten. Lagerlasten können Sie übernehmen von einem zu dem anderen Modell. Den Schneelastassistent nutzen wir jetzt gleich. Sie haben noch den Windlastassistent. Was ganz wichtig ist, der Wanderlastassistent. Das war früher ein extra Zusatzmodul, RF-Bewegflächen. Dieser Assistent ist jetzt direkt in RFEM integriert. Also Sie müssen nicht extra ein Add-on kaufen, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten. Gut, dann Schneelastassistent. Flachpultdach, Satteldach würde auch noch zur Verfügung stehen. Wir greifen die vier Eckknoten ab. So. Wenn Sie das auf ein Stabtragwerk ansetzen, können Sie zum Beispiel wieder Stäbe ausschließen. Sie können auch Flächen und Linien ausschließen. Also sind hier völlig flexibel. Und was jetzt das tolle neue Feature ist, es wird alles automatisch übernommen. Wir haben ja am Anfang den Bauort festgelegt und hier werden die Schneelasten direkt übernommen. Also man muss hier nichts mehr machen. Sie können auch, ja, weiterhin benutzerdefiniert das Ganze ansetzen. Ja, aber das ist natürlich jetzt hier viel einfacher. Dann Lastfälle. Ein Lastfall ist erforderlich. Den Button hier unten lassen wir den generieren. Können den auch gleich umbenennen. Dann müssen wir mal kurz in den Dialog Lastfälle und Kombination. Zu dem komme ich nachher noch. Wir sind jetzt nur in dem Reiter Lastfälle. Hier gebe ich nachher noch ein paar Erläuterungen. Ich benenne das bloß um jetzt hier in Schnee. Okay. Okay. So, und dann wurde dieser Lastfall generiert und die Last. So, dann machen wir fix weiter mit dem Windlastassistenten. Wieder oben einfügen, Lastassistenten, Windlast. Jetzt habe ich ihn schon geöffnet. Ich mache noch mal ein bisschen kleiner, dass wir unser Modell sehen. Also ich möchte nur eine Windlast aus der Richtung hier, aus der X-Richtung ansetzen. Aus der anderen Richtung, das wäre ja das Ganze symmetrisch. Und
ich habe ja hier eine Horizontallast, um vielleicht ein bisschen Biegung auf die Stütze zu berücksichtigen aus dem Wind. Diesen Lastfall hier in die Richtung, das wäre dann die Y-Richtung, berücksichtige ich jetzt mal aus der Einfachheit halber nicht. Von hinten kann ja eh kein Wind kommen, weil da die Hauswand ist oder das bestehende Gebäude. Aber exemplarisch setze ich hier diesen Windlastfall aus der X-Richtung an. Vertikale Wände mit Flachpultdach. Die anderen Möglichkeiten sehen Sie auch hier. So, Basiseckknoten. Das hat jetzt ganz kurz nicht geklappt. Da hinten den Punkt. Das Programm nicht gefangen. Aber jetzt. So. Dann die Dacheckknoten. So, okay, jetzt muss ich den Dialog mal wieder ein bisschen größer ziehen. Wie schon gesagt, wir wollen nur die Windlast aus der Richtung hier berücksichtigen. AD, das ist praktisch hier die. Die anderen deselektiere ich. Und auch diese Wand hinten hier vom Bestandsgebäude, die soll ja nicht belastet werden. Ich mache den Dialog mal noch ein bisschen größer. So und so. Also hier können Sie auch wieder Stäbe und Flächen ausschließen. Ja, in unserem Fall nicht nötig. So, aber ja, wir können ja die Lastrichtung festlegen, indem wir nur praktisch die Ober- und Unterseite belasten. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja die Lastübertragungsflächen. Quatsch, das war jetzt. Aber Sie können, wie gesagt, auch Stäbe und Flächen ausschließen. Hier wieder die Parameter, die automatisch übernommen wurden. Also ohne viel Arbeit geht das dann voran. Zwei Windlastfälle werden benötigt. Ja, einmal mit Dachdruck und einmal mit Dachsog. Die lassen wir wieder automatisch erstellen. Also hier einmal mit W plus und W minus. Ansonsten die Richtung gleich. Okay. Und wir sehen dann hier oben die beiden Windlastfälle. Gut. Dann fehlt nur noch eine Montagelast auf das Dach. Mache ich jetzt auch mal der Vollständigkeit halber noch. Hier Einwirkungskategorie Nutzlasten. Montagelast. Ja, dass wir dann auch ordentlich viel Lastkombination bekommen. Ich möchte Ihnen ja auch zeigen, wie schnell das dann auch alles rechnet. Montagelast 1 kN pro Quadratmeter. So, dann sind wir mit den Lastfällen fertig. Wir definieren noch eine Imperfektion, also hier für die Stützen in X-Richtung. Imperfektionen sind keine Lastfälle mehr. Ja, eine Imperfektion ist ja wirklich nur eine Maßtoleranz, zum Beispiel beim Einbau oder bei der Herstellung. Ja, denkt man an zum Beispiel Walztoleranzen bei Stahl. Deshalb ist das in meinen Augen auch richtig. So, und die sind dann in Imperfektionsfällen organisiert und der große Vorteil dieser Imperfektionsfälle ist, sie können verschiedene Imperfektionen miteinander kombinieren. Aber in unserem Fall hier heute nicht notwendig, aber Sie können das nutzen, wenn sowas mal nötig ist. So, oben habe ich jetzt hier auf den Button geklickt. Ich hoffe, es ging nicht zu schnell. Nenne den Imperfektionsfall Imp plus X. Und definiert dann hier die Imperfektion, eine Vorverdrehung, Definitionstyp Eurocode 3. Und ja, in Imperfektionsrichtung Z, also die starke Achse. Grundwert belassen wir, die Strukturhöhe können wir messen. Das waren ja die 3 Meter. Okay, drei Stützen in einer Reihe.
Und schon wird okay, wird die Imperfektion generiert, wenn ich dann die Stäbe noch selektiert habe. Und kann die mir hier oben anzeigen lassen. Gut, dann gehen wir nochmal in den Dialog Lastfälle und Kombination. Wir haben ja jetzt alle Lastfälle und auch die Imperfektionen erstellt. Die findet man hier, Lastfälle und Kombination. Wenn ich da rechts draufklicke, nicht den Dialog öffnen. Das haben wir in den Basisangaben ausgewählt. Die Normen, also die Normen für den Kombinationsassistenten und die Klassifizierung ist angehakt. Ergebniskombinationen, die benötigen wir nur noch für dynamische Berechnungen. Ansonsten sind die ehemaligen Ergebniskombinationen jetzt Bemessungssituationen. Ja, hier können Sie verschiedene Bemessungen dann aktivieren für die unterschiedlichen Materialien. Also auch ja, sehr bequem und vorteilhaft. Das machen wir gleich. Ich gehe nochmal der Vollständigkeit halber in den Dialog Lastfälle. Wir waren ja schon mal drin, als wir die angelegt haben aus den Assistenten und dann die Montagelast. Gibt es dann hier die Einwirkungen? Wichtig vielleicht noch zu sagen, dass es die verschiedenen Einwirkungstypen gibt. Hier beim Wind zum Beispiel ist ja wichtig, dass die alternativ wirken. Dann, wie schon gesagt, die Bemessungssituation. Hier habe ich die Bemessungssituation der Tragfähigkeit. Da sollen beide Materialien bemessen werden, Beton und Stahl. Und das Ganze nach Theorie zweiter Ordnung. Und für die Gebrauchstauglichkeit, die drei selektiere ich, die sollen nach Theorie erster Ordnung berechnet werden. Und da gehe ich mal hier in die Einstellung. Und da wollen wir auch die Imperfektionsfälle berücksichtigen. Okay, ansonsten gibt es weiterhin solche Funktionen wie Anzahl der generierten Kombinationen reduzieren. Sie können günstige ständige Einwirkungen generieren lassen und so weiter. Da gibt es auch detaillierte Webinare, möchte ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber Sie haben immer noch viele Möglichkeiten, beziehungsweise haben teilweise noch mehr Möglichkeiten als in R5.5. So, dann jetzt charakteristisch Gebrauchstauglichkeit. Möchten wir beide Materialien bemessen, häufig nur den Beton und quasi ständig auch nur den Beton. Dann sind wir hier schon durch. Dann werden die Einwirkungskombinationen erstellt und die Lastkombination. Ja, und Sie sehen dann hier, wir haben das ja angehakt, auch für die, ja, das war ja jetzt falsch, was ich gemacht habe. Das haben wir automatisch schon für die Theorie zweiter Ordnung, für die Tragfähigkeit, für die Gebrauchstauglichkeit brauchen wir das nicht. Okay, hier rechnen wir nach Theorie erster Ordnung. Und hier können wir nochmal reingehen. Da sind die automatisch schon angehakt. Okay, jetzt sollte alles passen. Können ja nochmal in die Übersicht. Hier sehen Sie dann die entsprechenden Lastkombinationen, die in der Bemessungssituation jeweils drin sind. Charakteristisch. Ah, wir müssen das nochmal kombinieren lassen. Hier hinten über die Lastkombination. So, und dann ist das hier übersichtlich dargestellt. Okay, dann sind wir mit diesem Dialog fertig. Können raus und können dann mit der Bemessung der Materialien fortfahren. Wir fangen mit dem Stahl an. Wir gehen davon aus, dieser HEB 200 hier oben, der Riegel, wo die Decke drauf liegt, da wollen wir keine Stabilitätsbemessung durchführen für dieses Beispiel. Wenn wir keine Einstellung treffen, dann wird hier der Querschnittsnachweis durchgeführt, aber kein Stabilitätsnachweis. Und die Stützen, da möchten wir aber einen Stabilitätsnachweis durchführen. Deshalb klicke ich hier auf den Punkt Stabrepräsentant, doppelt. So, und dann öffnet sich dieser Dialog. Und Sie sehen hier oben Stäbe 1 bis 3. Also wir legen jetzt die Bemessungsparameter für alle drei Stützen in einem Schritt fest.
Bemessungsarten. Da wären die Randbedingungen, das wäre das allgemeine Verfahren. Wir möchten das Ersatzstabverfahren anwenden, deshalb definiere ich Knicklängen. Wir haben in Perfektion festgelegt, wir rechnen nach Theorie zweiter Ordnung. Deshalb ist es in unserem Fall ausreichend, wenn wir die Knicklängen auf den Faktor, also den Faktor für die Knicklänge auf 1 setzen. So, wir möchten alle Nachweise durchführen, Biegeknicken in die beiden Richtungen, Trillknicken und Biegetrillknicken. So, und diese Parameter hier belassen wir. Das ist im Prinzip ja eine Gabellagerung, die hier festgelegt wurde. Lagerung in beiden Richtungen und um die Längsachse. Und die Knicklängenfaktoren lassen wir auf 1. Okay. So, dann sieht man hier in der Vorschau die Stütze und die ja, Lager, die sie definiert wurden. So, das Ganze können wir uns auch in der Übersicht anschauen, wenn wir wollen. Ich gehe hier unten links auf den Navigator Anzeige und dann hier oben Typen für Stahlbemessung kann ich jetzt zum Beispiel die Stabknicklängen anchecken und dann sehe ich hier die Lagerbedingungen und auch die Knicklängen. Ich schalte es aber der Übersichtlichkeit halber wieder aus. So, dann Stahlbemessung hier unten in der Tabelle. Die Bemessungssituation, ja, sieht man, wie wir sie ausgewählt haben. Ich lasse jetzt einfach mal alles bemessen. Da kommen dann eventuell Warnmeldungen, dass zum Beispiel kein Stabilitätsnachweis durchgeführt wurde für den Riegel. Wir starten einfach mal die Berechnung. So, dann werden auch alle Schnittgrößen jetzt errechnet in den Lastkombinationen. Aber das ist auch ein ja, großer Vorteil von RFM6, diese schnellere Berechnung mit mehreren Solvern. Das Ganze wird mit ja, parallel berechnet, diese Lastkombination. Und Sie sehen, das ging sehr fix. So, dann sieht man hier unten schon als Warnmeldung, dass für die Riegel keine Randbedingungen zugewiesen wurden. Es wurde kein Stabilitätsnachweis geführt. Und ja, für den Repräsentanten, das ist ja der Repräsentant, wird auch logischerweise keine Stabilitätsberechnung durchgeführt. Zur Ausnutzung an Stäben schauen wir uns mal an. Ausnutzung zum Beispiel querschnittsweise. Ich ziehe die Tabelle ein bisschen größer. Einmal der HEA 160. Da sieht man die ganzen Nachweise. Und für den HEB 200 auch. Und hier sehen Sie keine Stabilitätsnachweise, aber Querschnittsnachweise. So. Dann schaue ich mir mal zum Beispiel einen Nachweis an. Entweder ich klicke doppelt auf diese Zeile oder gehe hier auf die Lupe. Ja, Sie sehen Nachweisdetails, also kommen auf beide Arten in den Nachweis direkt rein. Und das ist ein sehr oft gewünschtes Feature gewesen in RFM5, dass die Nachweisformeln ausgegeben werden. Das ist jetzt der Fall. Die Verweise auf die Nachweisgleichung in der Norm sehen Sie hier auf der rechten Seite. Also das ist keine Blackbox. Sie können das für den Prüfstatiker oder die Prüfstatikerin ausdrucken ins Protokoll. Vielleicht nicht alle Nachweise, aber das, was vielleicht verlangt wird oder was Sie denken, das könnte notwendig sein. Oder für eine eigene Handrechnung etc. Also wirklich ein ja, oft gelobtes, auch mittlerweile Feature in RFM6. Ja, ansonsten viele Möglichkeiten hier oben, Ergebnisverläufe im Querschnitt, die Spannungen, Einheitsspannungen, Dehnungen und so weiter. Was haben wir noch? Die Querschnittsinformationen zum Beispiel, Einzelfelder, die CCT-Werte. Aber wie gesagt, da gibt es auch hierfür für die Stahlbemessung detaillierte Webinare, die sich mit dem Thema noch ausführlicher befassen. Für dieses Webinar möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen.
Was ich Ihnen allerdings noch zeigen möchte, wie man einen Träger optimiert. In dem Fall möchten wir die Stützen optimieren. Geht auch ganz einfach. Ich gehe mal hier in die Übersicht. Nein, in die Eingabedaten und die Querschnitte. Ich mache das Steuerpanel ein bisschen hoch. So, dann sehen Sie hier die Ausnutzungen. Und diese Stütze möchte ich hier über die aktuelle Reihe optimieren. Sie können sich auch Listen festlegen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, zum Beispiel für den Riegel oben, den möchte ich optimieren, das soll ein maximal 180 mm hoher Träger sein. Du kannst dafür HEA, HEB oder HEM verwenden, aber er darf nicht höher als 180 mm sein. Dann legen Sie sich so eine Liste fest und dann wird da das optimale Profil herausgesucht. Wir bleiben hier in der aktuellen Reihe, also aus der HEA-Reihe und starten hier oben die Stahlbemessung neu. So, es werden nicht nochmal alle Schnittgrößen ermittelt, nur die Bemessung wird neu durchgeführt. Wir gehen vielleicht gleich wieder in die Übersicht hier der Querschnitte. Da sehen Sie, ein HEA 100 wurde ermittelt, die entsprechende Auslastung. Allerdings haben Sie gesehen, die neuen Steifigkeiten wurden jetzt nicht berücksichtigt, also die Schnittgrößen wurden nicht neu ermittelt, nur die Bemessung wurde neu durchgeführt. Deshalb muss ich diesen Träger nochmal zurückgeben. Das war ähnlich auch in R55 so. Den optimierten Querschnitt im Modell verwenden. Und ja, dann muss ich das Ganze nochmal neu rechnen. Sie werden jetzt sehen, die Schnittgrößen werden neu ermittelt. Aber Sie haben ja schon vorhin gesehen, das geht sehr schnell. Mein Rechner hat mehrere Kerne, ist jetzt aber auch kein Hochleistungsrechner. Aber wir müssen dann noch wenige Sekunden warten. So, dann, wie war jetzt die Auslastung? 82,8% Auslastung. Also, es passt alles noch. Gut. Dann können wir eigentlich die Stahlbetondecke bemessen. Dazu mache ich einen Doppelklick auf die Fläche. Sie sehen hier, die Bemessungseigenschaften sind schon angecheckt. Wir müssen die entsprechenden Bemessungseigenschaften festlegen für diese Fläche. Dauerhaftigkeit des Betons, ja, Expositionsklasse XC1, Innenbereich sollte passen. Wir schauen uns aber mal hier in den Dialog die Grafik an. Ja, wir befinden uns im Innenbereich, das passt. Sie können das aber auch mit Hilfe der Grafik hier anders festlegen. So, die Betondeckung wurde hier automatisch berechnet. Die Bewährungsrichtung, ja, in welche Richtung die erste Bewährungsrichtung laufen soll, ja, auch die Voreinstellung lassen. Wir definieren aber eine Flächenbewährung. Neue Flächenbewährung. Wir wählen ein neues Material. Dann ein Betonstahl 500 m. Okay. Wir möchten Matten verlegen. Lieferprogramm Deutschland, eine Q-Matte, in unserem Fall Q424A. Sie können zusätzlichen Versatz zur Betondeckung festlegen. Ja, wenn Sie zum Beispiel mehrere Lagen auch verwenden möchten. So, dann war es das schon zur Flächenbewährung. Bemessungskonfiguration, da belassen wir die Voreinstellung. Sie haben natürlich viele Möglichkeiten hier, wenn Sie irgendwas anders einstellen möchten. Ja, das war ja schon auch im R55 so. Durchstanzen kann durchgeführt werden. Okay. Ermüdung hatten Sie vielleicht auch gesehen. Dazu gibt es aber detaillierte Webinare. Geben Sie einfach auf unserer Webinarseite das Stichwort ein, dann finden Sie so ein Webinar. Oder wenn Sie es nicht finden, schreiben Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen da. Durchbiegung.
Ja, das definieren wir auch noch. Nicht die Bezugsstrecke in 10 Meter nach der maximalen Begrenzungslinie, sondern nach der minimalen Begrenzungslinie. Also diese 4 Meter. Okay. Und dann starten wir die Betonbemessung. Diese Eingaben hatten wir schon getätigt, wird hier nochmal dargestellt. Sie können dann hier auch die zu bemessenden Objekte auswählen. Ich lasse jetzt alles so voreingestellt, ist klar, es wird nur die Fläche hier oben bemessen. So, die Schnittgrößen müssen nicht nochmal ermittelt werden, nur die Gebrauchstauglichkeitssituationen, die wir für den Stahlbau nicht verwendet haben. Okay. So, dann sieht man unten in der Tabelle die Ergebnisse. Ja, das sind jetzt sicherlich auch Singularitätsstellen vorhanden, hier so an den Ecken. Aber ja, so ist halt die FEM. Sie könnten auch solche, ja, Singularitätsstellen glätten, wenn Sie möchten. Auch das ist weiterhin möglich in RFM 6. Ja, bevor wir ins Ausdruckprotokoll gehen, möchte ich Ihnen noch eine Option zeigen, die auch sehr wichtig ist, die auch häufig gewünscht wurde. Sie haben es vielleicht schon mal gesehen, als ich in dem Reiter hier war, in der Cloud berechnen. Ich öffne das mal. Wir haben natürlich jetzt alles schon berechnet. Für unser kleines Modell ist das auch nicht notwendig, aber gerade bei größeren Modellen sehen Sie, Sie haben hier mehrere Berechnungsserver, mehr oder weniger leistungsfähig. Verschiedene Preise. Sie können diese Credits im Webshop erwerben. Die Berechnungsaufgaben sind dann ja klar strukturiert im Extranet aufgelistet. Ja, was gibt es noch zu sagen? Sie haben ja praktisch eine unbegrenzte Rechenkapazität durch die Cloud-Technologie. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben zum Beispiel Parameterstudien, also Sie möchten zum Beispiel verschiedene Varianten durchrechnen parallel, dann können Sie das alles in die Cloud auslagern. Ihr eigener Rechner wird nicht beansprucht. Sie können ganz normal weiterarbeiten, auf die E-Mail warten, wenn die Berechnung fertig ist und so weiter. Also eine tolle Möglichkeit, die Sie gerade bei größeren Rechenaufgaben nutzen können. Okay. So, dann können wir eigentlich schon ins Ausdruckprotokoll. Wir schauen uns hier nochmal die Längsbewährung an, die Grafiken. Möchten dann mal eine Grafik ins Ausdruckprotokoll drucken. Vielleicht hier diese untere Bewährung. Z-Richtung. Das funktioniert ähnlich wie vorher. In das Ausdruckprotokoll drucken. Hier, das hatte ich schon mal in meiner Probe gedreht. Können Sie sich so hindrehen, wie Sie möchten. 0 Grad, dauert immer einen kleinen Moment. 90 Grad. Das war jetzt zu schnell. 90. 90 Grad. So, dann kann man auch hier das Panel noch ein bisschen rausschieben, also die Farbskala hier unten außerhalb des Grafikbildes. Also Sie haben sämtliche Möglichkeiten. Was auch weiterhin vorhanden ist, ist die Möglichkeit des Mehrfachdrucks. Ja, die gab es ja auch schon in RFM 5. Gut, dann lassen wir uns das Protokoll erstellen. Nur mit dieser einen Grafik. Ich lasse auch hier alle Einstellungen. Wir drucken alles mit aus. Stücklisten für Beton und Stahl können wir uns ausgeben lassen. Hier die sämtlichen Nachweise. Okay. So, dann wird das Protokoll erstellt. Ich habe mal mit Absicht auch alles drin gelassen, dass es relativ viele Seiten werden. Und Sie sehen dann, dass es gar nicht so lange dauert. Es geht wirklich sehr schnell. So, dann sehen Sie hier unten rechts 235 Seiten. Also Sie können es selber einschätzen. Ich finde,
Das ging recht fix. Und was der große Vorteil ist in R5.6, Sie können parallel im Ausdruckprotokoll arbeiten und im Programm. Ja, ich kann das jetzt natürlich auf einem Bild schon ein bisschen schlecht zeigen, aber Sie sehen, ich kann hier irgendwas machen und das Protokoll ist parallel geöffnet. So, dann gehen wir oben hier mal auf Protokoll. Export in PDF ist möglich, in HTML. Sie können es weiterhin übersetzen in verschiedene Sprachen, einfügen, Grafiken, Texte, Formeln können Sie einfügen, PDFs, ja, 3D-Grafiken, alles ist möglich. Ja, und ich hatte es ja eingangs erwähnt, die Bemessungsdetails kann man sich auch ausdrucken. Wir bleiben mal im Protokoll. Ich öffne aber nochmal das Programm. Gehe nochmal in irgendeinen Nachweis, zum Beispiel in der Stahlbemessung. Welchen wählen wir aus? Hier die maximale Auslastung. Doppelklick habe ich jetzt gemacht. Und dann sehen wir hier den Nachweis mit den verwendeten Formeln aus der Norm. Und ich drucke das Ganze in das Ausdruckprotokoll. So, dann gehe ich wieder in das Ausdruckprotokoll. Das ist ja parallel offen. Sie sehen, es wurde jetzt aktualisiert. Und ja, am Ende der Stahlbemessung wurde dann dieser Nachweis platziert. Den können Sie natürlich mit Drag and Drop irgendwo hinschieben, wenn er Ihnen an der Stelle nicht passt. Ja, ansonsten sehen Sie, modernes Protokolldesign, es geht recht fix zu öffnen und zu bearbeiten. Sie können parallel drin arbeiten. Also in meinen Augen ein entscheidender Vorteil gegenüber R5.5. So, dann möchte ich Ihnen noch ein Feature zeigen. Und zwar gehen wir zurück ins Programm. So, in die 3D-Ansicht. Stellen Sie sich vor, der Riegel hier oben. Ja, wir haben ja jetzt auch gemerkt, der hat noch Kapazitäten in der Auslastung und die Glasfassade passt da nicht so richtig dran. Ich klicke einfach mal doppelt auf den Stab drauf. Wir müssen hier von diesem Stab, von dem Flansch, etwas abschneiden. Und das geht auch relativ einfach. Ich gehe hier auf Querschnitt und dann gibt es hier diesen Button, Querschnitt am Stabanfang in R-Section modellieren oder modifizieren. Also, wenn Sie R-Section haben, geht das wirklich dann fix. Ich gehe hier oben auf den Querschnitt, zerlege den, um den bearbeiten zu können und schiebe jetzt hier unten rechts die Punkte des Flansches, schiebe ich einfach mal um 40 mm nach links. Okay. Und schon ist der Querschnitt modifiziert. Drücke Speichern und zurück. Und dann kommen wir zurück in RFM. Und Sie sehen, dieser Querschnitt wurde jetzt modifiziert. Okay, jetzt werden natürlich alle Ergebnisse gelöscht. Aber ich kann alles neu berechnen. So, das lassen wir mal kurz durchlaufen. Es werden alle Nachweise angepasst. Können uns ja fix dann mal die Auslastung des Riegelquerschnitts anschauen. So, das müsste jetzt gleich fertig sein. Okay, dann hier unten auf Stahlbemessung. Ausnutzung an Stäben, querschnittsweise. Ja, wir hatten ja hier unendliche Reserven. Also es passt. Aber es wird der neue Querschnitt hier berücksichtigt. So, und wenn ich jetzt ins Ausdruckprotokoll gehe, dann kurz auf Aktualisieren, dann wird alles angepasst. Wir schauen mal dann hier zum Beispiel auf die Basisobjekte, Querschnitte.
Also Sie sehen hier, ich zoome mal ein bisschen rein, dass das jetzt wirklich der aktuelle Querschnitt ist. Und in der Stahlbemessung genauso. Zu bemessende Objekte. Da sehen Sie hier den Section-Querschnitt, also der modifizierte Querschnitt. Also alles wurde jetzt fix aktualisiert. Okay, das soll es dann für den ersten Teil des Webinars für mögliche Umsteiger gewesen sein. Sie haben Unterschiede und Gemeinsamkeiten gesehen. Ich denke, ich konnte Ihnen auch viele Features präsentieren, die wirklich sehr gut sind, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen, die Sie einfach schneller machen. Sie kommen schneller zum Ziel. Sie, ja, benötigen vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit für den Einstieg. Manche Sachen sind ja doch ein bisschen anders. Aber wenn Sie dann mit RFM6 arbeiten, Sie werden merken, das ist alles bequemer. Sie sind einfach in Ihrer Arbeit schneller. Schauen Sie sich gerne nochmal die Aufzeichnung an. In den nächsten Tagen, wie schon gesagt, erhalten Sie eine E-Mail. Können Sie alles nochmal in Ruhe durchgehen. Können Sie auch die Testversion herunterladen, wenn Sie das nicht schon getan haben, und das Ganze nochmal durchgehen. Zum Beispiel genau dieses Webinar, genau dieses Modell. Ansonsten sind dann nächste Woche meine beiden Kollegen dran und werden Ihnen viele weitere neue Features präsentieren. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch den Hinweis geben zu unseren Kursen. Das sind Online-Kurse, zum Beispiel RFM6 Masterclass, der dürfte für Sie vielleicht interessant sein. Ein Einsteigerkurs. Ja, aber vielleicht auch die Kurse zum Eurocode 2 zur Stahlbetonbemessung oder Eurocode 3 der Stahlbemessung. Weitere Informationen finden Sie, wenn Sie hier diese Links unten anklicken. Oder Sie können die QR-Codes scannen. Da finden Sie Preise und die jeweiligen Informationen. Die Kurse dauern so zwischen 2 und 3 Stunden, je nach Kurs. Sie können den Kurs jederzeit unterbrechen. Die sind, oder jeweils der Kurs ist in Einzelteile unterteilt. Ja, also jederzeit, wie gesagt, können Sie die Kapitel beenden, also ich würde ein Kapitel beenden und dann vielleicht an einer anderen Stelle oder an einem anderen Tag mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Je nachdem, wie es Ihre Zeit erlaubt. Okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Wie schon gesagt, nächste Woche übernehmen der Andreas und der Florian. Bei den beiden bedanke ich mich nochmal für die Beantwortung der Fragen heute. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, bis nächste Woche.